ein Haus Gottes zu weihen in immer kirchenferneren Zeiten. Was bedeutet das heute für Sie? Ja, es ist ein Zeichen der Hoffnung und es ist überhaupt kein Zeichen dafür, dass wir Anlass haben zur Resignation, wenn man hier in Poing ist und sieht, dass dieser Kirchbau die ganze Stadt bewegt hat und eine unglaubliche Beteiligung der Menschen. Über 1000 Menschen, es konnten ja gar nicht alle in die Kirche hineinkommen. Mit großer Freude, auch die ganzen Monate der Vorbereitung. Also man sieht vielen, vielen Menschen, ich würde sagen, der überwältigenden Mehrheit, ist es wichtig, dass eine Kirche in der Stadt ist und eine Kirche im Dorf. Und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Wie gefällt Ihnen persönlich der Kirchenneubau? Ich finde, er ist erst einmal ein neues Wahrzeichen für Poing. Das ist gar keine Frage. Der Bürgermeister sagt, er ist die neue Stadtkrone. Und da freuen wir uns, dass die Kirche auch zur Identifikation beiträgt. Das tun wir für die kulturelle Identität. Aber wichtiger noch als das ist, dass es eben ein Zeichen für die Gegenwart des Evangeliums, für die Gegenwart Jesu Christi in diesem Ort ist. Und sie ist eine schöne, einladende Kirche. Sie ist strahlend, sie ist offen, sie verbindet Himmel und Erde, wenn man hineinkommt. Und sie ist ein Versammlungsraum für das ganze Volk Gottes. Also mir gefällt sie sehr gut. Weil es kein Zufall ist, dass die Kirche schon einen Spitznamen hat, Sprungschanze. Es wäre gar nicht so schlecht, ich habe es noch nicht gehört, aber es geht ja darum, offen zu sein für weite Sprünge, für hohe Sprünge. Im Psalmwort heißt es einmal, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und darum geht es, Himmel und Erde zu verbinden. Es ist eine Himmelschanze, vielleicht eher so.